Ich glaube, ich habe alles. Dann machen wir zuerst wieder die Weitbahn, ne? Die ist erstmal am wenigsten ausgeflippt, damit Marius ein bisschen reinkommen kann. Ja. Zufrieden mit euren Farben? Sie. Sie. Oh, Eishockey-Modus. Sehe, es gibt auch so einen Basketball-Modus noch. Weiß ich gar nicht mehr. Wenn der Ball rollt, kannst du mit A springen. Genau, auch im Buster oder sowas. Das sind aber auch bei manchen, hier auf der Map noch nicht, aber bei anderen Parcours ist das wichtig. Wenn du RB gedrückt hältst, dann kannst du langsam ziehen, ne? Für präzise Schläge. Das vielleicht noch. Ja, muss noch. Ich noch ein bisschen. Ja, man muss erstmal ein bisschen auf die Schlagstärke schaffen. Ja. Was wolltest du fragen? Nee, schon gut. Okay. Präzise war RB. Okay. Mit RB, genau, gedrückt halten allerdings. Sehe ich dich eigentlich, Marius, bei dem Schlag? Ich weiß noch nicht, mit der Härte umzugehen, der Schlag. Okay. Das war zu hart. Wo ich RB gedrückt habe? Okay. Nee, RB ist nur zum Umgucken, nicht zum so. Quasi, dass du sanft schlägst. Nur zum Zielen. Ah, okay, verstehe. Ja. Missverständnis. Oh, der war close. Okay, jetzt habe ich langsam verstanden. Da brauchst du nicht viel bei dem Teil. Weniger Zierte vom ersten Balken. Jo. Okay. Easy. Hole in one. Ah, jetzt verstehe ich mit Springen. Okay. Genau. Bei manchen Maps ist das, wird das wichtig sein, dass du dann da auch mal mit dem Ball springst oder so. Kannst du dir auch Abkürzungen verschaffen. Muss auch generell, hier ist es jetzt noch nicht ganz so krass, aber auf anderen Maps kann man auch viele Abkürzungen nehmen und sowas halt. Okay. Ah, ich habe es einfach nicht in dieses Loch rein. Okay. Ja, aber verstehe, mach. Keinen Bock machen. Es gibt halt auch noch andere Modi irgendwie so, dass man das Kollision auch an ist und sowas. Das habe ich ja natürlich mal ausgelassen alles. Okay, verstehe. Die Musik ist sehr beruhigend. Oh, easy, da sehe ich mich. Nice. Wir nehmen uns alle. Alle? Ja, alle. Easy, gell. Erfolg. Holen wir uns. Das war natürlich dumm. Ich dachte, ich würde anders fliegen. Upsi. Hol, nein, doch, hol mal. Oh, und so. Nein. Okay. Okay.
Nein, so close. Oh fuck. Nein! Ja, bin ich auch ungefähr gelandet im Rest. Hier fliegt ein Schmetterling auf den Kurs. Ah! Unangenehm. Ah, da sehe ich dich, Marius. Wow. Ja, da sind wir, so sind wir alle da vor dem Loch gelandet. Okay. Boah, 5 Schläge war nicht gut. Oh nein! Ich hatte es fast! Das erste Mal gewesen, dass es funktioniert hätte. Ah, verstehe, verstehe. So, Marius, Raff, das war natürlich noch nicht ganz so gut jetzt hier gerade dein Schlag, ne? Oh nein! Immer kriege ich diesen scheiß Doppelsprung, ich hasse den. Delfin. Das ist cool. Oh, ist der Hole in One, glaube ich, Giraffe, oder? Jo. Nee, die Scheiße hier. Okay. Nein! Was war das denn? Warum bin ich jetzt wieder ganz vorne? Kann sein, dass du noch nicht liegen geblieben bist. So. Dass du den Sprung gemacht hast, bevor du vollkommen zum Liegen gekommen bist und dadurch außerhalb gelandet bist. Demnach warst du wieder vorne. Ah, so ein Fick. Guck, ich hab trotzdem mehr gebraucht. Warum so pikant drauf? Okay, verstehe. Ah! Easy. Oh, oder doch? Recht schnell langsam dann, ne? Ja. Nice. Ich muss noch ein bisschen die Bahn natürlich kennenlernen. Ja, also Raff, ich spiele dir zum dritten Mal, Raff spielt dir zum zweiten Mal, also ich kenne dann natürlich so ein bisschen Tracks. Oh.
Na. Easy. Zuerst mal, dass der Doppelsprung was Geiles war für mich. Also bei Sprüngen, da musst du vom Gefühl her vielleicht immer ein bisschen härter machen, als du glaubst. Ja, also okay. Das ist jetzt kein super Scheiß-Tipp, aber. Habe ich jetzt, ja, habe ich jetzt gemerkt. Das, also meistens muss man so Sprünge mal ziemlich hart schlagen. Wieso bin ich jetzt im Poco oder so? Das ist so ein Item, was Raff eingesammelt hat, diese Fragezeichen, Digga. Da kannst du deinen Gegner in merkwürdige Sachen verwandeln. Zum Beispiel halt einen Würfel, eine Christbaumkugel. Ja, okay. Was gibt's noch? Ein Ball mit Dellen, sowas. Okay, halt. Verstehe. Ja. Das war jetzt. Mit der Runde habe ich mir jetzt verkackt. Das ist belastend. Naja, das ist ziemlich hart, ja. Aber die Bahnen sind cool gemacht, muss ich zugeben. Warum bin ich so ein hässliches Teil? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Oh nee. Wieso bin ich jetzt immer noch? Ah, jetzt bin ich wieder normaler Ball. Danke, Raff. Im Nachhinein nochmal. Bitte. No back. War aber frech, dass ich das zwei Schläge lang war, dieses Teil. Wie kann ich die Items einsetzen? Mit X. Da steht dann da unten rechts, steht dann benutze mit X. Da steht dann auch erklärt, was das Teil kann. Aber ab Frost. Also ich lese jetzt mal vor, Frosteinbruch. Wenn ich drücke jetzt X, da passiert nichts. Dann. Genau, aber das ist dann, das bewirkt, dass du einfrierst und quasi stehen bleibst, wie bei Rocket League der Ball. Ah, okay. Das heißt, wenn du merkst, dass du zu weit rollst oder sowas, dann frierst du dich einfach ein und zack, bleibst du liegen. Ja, okay, habe ich jetzt mal eingesetzt. Okay. Ja, okay. Schlecht, Marius. Habt ihr es geschafft schon? Ja. Bin ich denn da schlecht? Bei mir hat das ausnahmsweise mal beim ersten Versuch direkt geklappt, da mit diesen Zielscheiben. Deshalb. Ich geh mal unten, ja. Ja, ich wollte es einmal probieren und wenn es nicht funktioniert hätte, wäre ich auch direkt unten lang gegangen. Ja. Hat jetzt, wie gesagt, einmal Glück. Oh. Alles ist so close. Das ist deine Lieblingsmappe, glaube ich, ne? Mhm. Ah, jetzt bin ich schon wieder irgendwie im Würfel oder so. Bitteschön. Oh Mann, bin scheiß Würfel. Nein! Ich bin noch gar nicht so. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ja, das ist das wieder. Denk dran, du kannst dir die Karte auch mit Y angucken, ne? Ja. Da kommst du in so eine freie Kamera. Und der Schlag war gut, Marius. Ich habe es sogar noch gar nicht gesehen, dass da so ein Teil ist. Nein! Ja, das, da sehe ich dich jetzt. Nice.
Ah. Diese Map freue ich mich. Jedes Mal, also, könnte ich täglich mit dir spielen, diese Map, Raff. Diese Bahn. Ja, die. Einschläge. Na, Scheiße. Warum machst du da Honig hin, Raff? Also bevor du jetzt auch vorne rumgehst, Marius, hinten gibt es auch einen Eingang, da wo wir gerade sind. Ah, der war glaube ich zu lasch. Ach, Scheiße. Ah, okay, jetzt habe ich es überhaupt gecheckt, wo ich hin muss. Ja, der war nicht gut. Alter! Boah. Hier wäre Frostbeule ganz nice. Oh nein, habe ich den jetzt echt nochmal verkackt. Oh. Uri! Bleib stehen, bleib stehen. Malaka! Ich habe es einfach nur gemacht. Bleib doch stehen. Jetzt weiß ich, wie Daniel sich fühlt beim normalen Golf. Ich habe so eine komische Kamera auf. Nicht kennen. Das war vielleicht, weil du zu der Bahn Kiste bist. Das ist echt komisch jetzt, die Kamera. Das ist zum Vogelperspektive. Hast du mal Y gedrückt? Mal Y. Nee, ist komisch. Drück mal den rechten Stick da unten. Ne. Da oben? Sollten die Scheiße. Ja, hab schon probiert, geht nicht. War wenig. 12 Schläge. Geht ja noch. Das hier. Nein. Du fest. Nein. Nein! Hm? Ich hab's geschafft. Ich hab's jetzt wieder über den einen Weg geschafft.
Die Schläge ist natürlich hart, aber. 8 Schläge. Aber ich hab's den normalen Weg geschafft. Nice. So, jetzt musst du hoffen, dass du nicht wie Rafter wieder mies außerhalb der Bahn geschlagen wirst. Ah! Oh, da war close! Ich will da nur spielen! Ich glaube, jetzt bist du weit genug rechts. Ja, nee. Jetzt. Oh, der liegt aber scheiße. Der Ball liegt richtig mies, ja. Ah, da sehe ich dich, Marius. Oh. Nice. Ich muss sagen, die Kamera ist immer noch komisch. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Sonst muss man in den Einstellungen gucken, ob du da die Kamera irgendwie manuell wieder zurücksetzen kannst. Kamera. Ah, jetzt eine neue Map. Das war die Aufwärmrunde. Sieh. Immer die Map, die wir noch nicht hatten. Und dann das Matrix aussuchen. Genau.